So, es geht hier weiter und Playboy ruft gerade an. Yo, Money, I appreciate what you're doing for me. There be so many fake cats out there. You remember my man, Dwayne? Sure, just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he living in the past. Now, I need you to go over to the Governor Greg Johnson Project over in Northwood. He holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Peace out, Money. Hey, das war doch mal dein Freund, oder nicht? Wie redet der denn? Okay, dann werde ich mal gucken, wie es dem geht. So, jetzt werde ich ja mal gucken, ob ich hier eine Karre auftreiben kann. Ob meine Karre überhaupt noch steht, das ist ja auch die Frage. Da drüben. Nee, komm. Was soll das, bis ich da drüben hingelaufen bin? Nehme ich einfach hier das Auto, schick rot. Sorry, man, but this is a carjacking. Ja, genau. Kriegst du nicht wieder, haha. So, aber nee, zuerst Francis, der ist am nächsten dran. Immer das, was am kürzesten ist, der Weg. Aber ich habe gemerkt, echt nach jeder Mission, ich habe jetzt durchgezockt, stellt sich das hier wieder auf Schlafmodus wieder ein, besser gesagt. Hm, komisch. Na ja, gut. Oh, verdammt. Egal. So. Machst du das Handy mal weg? Ich glaube, jetzt die ganze Zeit mit Handy fahren. Na, egal. So. Da hat das noch ganz gut geklappt, letzte Folge. Gibt es ja eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe noch einen Waffenshop? Ja, tatsächlich. Da gäbe es auch noch einen. Komm, wenn ich gerade hier bin. Ich meine, ich habe nämlich kaum noch Rüstung. Wer weiß, was ich machen muss. Und da brauche ich jedes bisschen Schutz. Da macht es die Mission einiges leichter. Das muss jetzt sein. Die Missionen werden ja nicht leichter. Im Gegenteil. Da werden noch ein paar Sachen kommen, wo ich mir zumindest früher mal die Sachen ausgebissen habe. Aber bis jetzt kommt mir die Mission gar nicht mehr so schwer vor wie früher. Hm. Bin besser geworden. Reifer. Alright. Ja, jetzt kann ich auch Granaten holen, aber ich habe hier 18 Stück. Was soll ich damit? Hauptsache hier mal das. Da habe ich, glaube ich, nichts verbraucht. Hier habe ich was verbraucht. Und Kalaschnikow. Heißt doch so ähnlich, oder? Und Scharfschütze. Wo habe ich eine Scharfschütze gehabt? Da. Boah, auch teuer. Aber, oh Alter, wo habe ich denn so viel Geld auf einmal hier? 21.000. Ich hatte doch in der letzten Folge noch 10.000 gehabt. Letztes Mal, wie ich beim Händler war. Ach Gott, ich bin ja richtig reich geworden. So. Ach, hat sich das wieder... Hä, habe ich da nicht gerade eben... Nee, ich habe mir noch was eingebildet. Ich dachte, ich hätte hier wieder so eine Figur gesehen. Mit so einem zufälligen Ereignis. Also nichts, was auf der Karte sonst verzeichnet ist. Aber da habe ich mir nur eingebildet. Ah. Grand Central Station sieht das dann aus. Grand Eastern Terminal, okay, heißt sie. Das müsste doch auch ein Bahnhof sein hier. Was ist das? Wynnewood. Okay. Das geht's hier immer durch die Innenstadt. Nice. Uiuiui. Und weiter. Naja, das Auto ist irgendwie... Ja, geht so. Nicht das Flinkste, aber fährt sich noch ganz gut. Ach so, der ist ja beim Cops. Ah, okay. Final Interview. Wie, der will mich interviewen oder was? Dass ich immer freiwillig in den Cops gehe hier in dem Spiel. Have a nice day. Hey, Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, sir. You're undercover. Oopsie-daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch, looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. Oh, the motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Das ist ein Wichser. Oh, man. Sharp.
Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. Das ist schon mal gesagt. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough. Sorry. The guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's Goldberg. Got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Then you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I will email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Okay, Alter. Wie sie mich alle hier beauftragen. Alle korrupte Schweine oder was der? Also jetzt soll ich mir was zum Anziehen kaufen. Perseus, das hört sich doch gut an. Oh, da oben ist auch noch ein Perseus. Also ich fahre mal da unten hin, weil soweit ich weiß, war das dann da unten der. Was Schickes soll ich mir anziehen? Stand doch da Info. Begib dich zu einem Internet. Oh, doch erst zum Internetcafé. Okay. Das ist aber unpraktisch. Da muss ich ja hier hochfahren. Na, okay. Ey. Nicht zu dem. Ich wollte zum Internetcafé. Okay, muss ich zuerst ein. Na komm. Und ab geht's. Was schreien die denn so? Ich rase doch hier nur durch die Straßen. Haben die Probleme. Echt mal. Riskant. Wow, das wäre ja schon fast schief gegangen. Das war ja relativ schnell jetzt hier. Ging ja echt flott. Das Auto ist schneller als es aussieht. Wieder hier schön was umgehauen. Was labert der? So. Soll ich ihn hier wieder erledigen? 5 Mails schon wieder. Ach Gott. Der kriegt auch ganz schön. Bitte helfen Sie. Ja, das ist wieder irgendein, hallo, mögen Sie der Segen des allmächtigen Herrn mit, irgendwas Kreditkühes, weg damit. Danke. Danke, dass du das getan hast. Hab gedacht, dass es dir nichts macht, einen Kerl zu daten nach all der Zeit in der Handelsmarine. Pusi ist sehr dankbar. Er wird ein guter Kontaktmann sein. Hör mal, ich weiß, dass du dich jetzt aufregst, aber ich hatte eine ziemlich, Pechsträhnen. Das Glück lässt einen eben manchmal im Stich. Vielleicht könntest du mir finanziell ausleihen. Ist keine große Summe. Betrachte es als eine Investition. Hiermit mache ich dich zum Minderheitsgesellschafter von RBE. Ich bin ein Geschäftsführer. Wir sind im Geschäftskassen. Aha, okay. Maniac Bellic. Danke für deine E-Mail. Ah, wieder von unserer Mutter wohl. Sie hat mich zum Weinen gebracht. Zumindest geht es dir gut und du bist glücklich. Ich weiß, dass dir das hier nicht möglich wäre. Hoffentlich wirst du glücklich. Pass auf deine
deinen Cousin auf. Er ist ein guter Junge. Ich träume davon, dass ihr beide mit netten Frauen glücklich werdet. Das hätte seine Mutter auch gewollt. Ich schreibe dir bald wieder. Deine liebe Mutter. Warum antworten wir nicht? Na ja, weg damit. Headhunting. Ah, da ist es. Wirf doch mal einen Blick auf Goldenburg, Lingle. Unter Karriere befindet sich der perfekte Shop für dich. Wünsch dir ein mordergutes Bewerbungsgespräch. Stellvertretender Polizeichef ist der sogar. Karriere, okay. Willkommen auf der Karriereseite. Lebenslauf senden. Oh, so schnell. In echt hätte ich auch mal so schnell einen Lebenslauf einfach. Rechtsanwälte. Da könnte man alles durchschließen. Ach Gott. Naja, senden. Willkommen auf. Danke, dass Sie. Ja. Bald möglich. Okay. Machen Sie das. Hast du diesen Zit-Scheiß schon gesehen? Du willst einfach. Und man sagt dir den Namen von dem Track, der gerade im Hintergrund läuft. Ich nehme an, die haben ein Lagerhaus voller Loser, die sich das alles anhören oder sowas. Scheißegal, wie die das machen. Hauptsache ist, dass du die Weiber in den Clubs mit deinen Musikkenntnissen beeindrucken kannst. Bei mir sind sie aber von den harten Bauchmuskeln, riesengroßen Brustmuskeln und arschteuren Rechnungen an der Bar schon genug beeindruckt. Verstehst du, was ich meine, Alpha? Ich habe gedacht, ein Player wie du weißt sowas zu schätzen. Gab es nicht echt sowas, wo dann anrufen konntest, an der dir sagt, wer das ist? War da nicht sowas in der Werbung? Sehr gut. Hä, warum kann ich da nicht antworten? Okay. Egal. So, das kann ich auch löschen. Das kann ich doch wohl auch löschen. Also, und das noch löschen. So, ich schau mal raus. Hat sich was ergeben? Anwaltsfirma. Ah, vielleicht rufen die mich an. Habe ich ihnen eine Nummer gegeben? Das kann sein. Ich speichere zumindest mal ab. Na, mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, ich könnte vielleicht schon mal shoppen gehen, Modo. Ich glaube, das war aber nur so ein... Oh. I've sent off the application. I've always wanted to be a lawyer. You can be whatever you like. It's the land of opportunity. Any fool can become president. Call when you hear about the interview. Ich glaube, das war nur was für billige. Hey, how you doing today? Ja, das sehe ich ja jetzt schon. Weil ich will ja schon frisch schick angezogen sein, wenn ich die Nachricht krieg. Da habe ich mir gedacht, kann ich mich doch schon mal schick rausputzen, oder nicht? Ja, Perso ist das etwas reichere, ja, bisschen reich. Naja, wir haben im Moment schon genug Geld. Dann wird das ja möglich sein. Schon mal schick rausputzen. Wir haben ja immer noch die gammelige Kleidung von am Anfang. Ich glaube, ich habe nur am Anfang mal eine andere Hose oder so gekauft. Aber pff, ich habe mich nie lang damit beschäftigt, hier irgendwas zu kaufen oder so. Ah, da ist es doch schon. Ja? Mr. Bellick, this is Karen from Goldberg, Lichner & Scheister. We'd like to arrange an interview for you at the earliest our offices at noon tomorrow. Is that all right? I can free that period up in my schedule. Super. Your interview will be with Mr. Goldberg. Press the buzzer and we'll let you in. Have a nice day. 12? Okay. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. The smug bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business. Get the files. Okay. Hä, warum blinkt das da jetzt? Ich wollte auch hier jetzt hier was gucken. Hier gibt's doch wohl auch schicke Sachen. Da sind Hosen. Guck ich mal die an. Weglegen. Da nicht. Sieht jetzt aber doch nicht so schick aus. Naja, geht eigentlich schon. Hä? Was will denn der Roman jetzt schon wieder? Cousin, it is your cousin. Let us go to a strip club together. Oh, alter Roman, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Sorry, Roman. I have no time for these women. Alright, Nico.
Maybe we do something when you have some free time. Ja, ich muss mal mit dem Roman noch mal was machen. Ich krieg hier langsam... Er wird mir langsam böse, würde ich mal sagen. Alter, mit lila I. Säglich oder das. Mit... Wenn schon... Ich glaube, das mit dem Rot gefällt mir wirklich noch am besten. Das ist weiß, das ist grau, das ist alles nix. Ja, hier das. Das sieht auch gut aus. Oh, ganzer Anzug sogar. Gleich. Das nehme ich. 1000. Kein Ding. Das ist doch schick. Aber irgendwie passt das nicht zum Nico. Ich habe mich so an der runtergekommenen Kleidung gewöhnt, sozusagen. Was will jetzt Mallory? Nico, the shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. The shit is fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Ja, da geht's gerade ziemlich rund. Also, wir haben jetzt 14 Uhr. Muss ich jetzt bis Donnerstag etwa warten? Organizer, guck ich. Ja, tatsächlich. Oh, nö, oder? Was mache ich denn jetzt noch die Zeit? Das ist eine gute Frage. Ach, guck ich doch mal beim Drain vielleicht mal kurz vorbei, oder? Und in meiner Freizeit, da muss ich echt nochmal mit dem Room gehen, weil ich hab's, irgendwie hab ich's nicht gern, wenn die Sympathie so tief in den Keller sinkt. Aber das mache ich nicht mehr in der Aufnahme. Aber was ruft denn der auch immer wieder an, wenn ich hier gerade beschäftigt bin? Immer wieder das Gleiche. Ach, der schickt mich, weiß ich wie, jetzt wieder. Fahre ich einfach hier wieder gegen die Eisackgasse, was soll's. Wow, hoppala. Was will denn jetzt Pussy auch noch? Nicky, you animal. The guys we raced the other day want a rematch. They like your shit, man. Cool, I guess. Anytime you want a race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Ja, jetzt kann ich Rennen veranstalten oder fahren, besser gesagt. Oh. Verdammt, da muss ich da irgendwie in den Innenhof jetzt. Okay. Aus dem Weg bitte. Mach mal Platz hier, Jungs. Alter, hab ich mal schön kaputt gefahren. So, da endlich. Zack. Roof Rider. Ich hoffe, das ist nicht wieder so lang. Weil sonst überziehe ich wieder gnadenlos. Schön mit der Smoking. Oh, it's you. Oh, gleich mit der Knarre an der Tür. How you doing? Fucking great. What you think? Yeah, it's hard living with the past, huh? Yeah, especially when the president's turned into an asshole. Fucking bitch. Nobody wants to roll with me no more. It's like I'm tainted. What do you mean? Playboy don't want to hang no more. He pays for you to come over instead. My girlfriend, the love of my fucking life. Man, I was pulling moves in the joint so this bitch could pay rent. Now she won't answer the phone. Oh, man, that's I gave hard. Her everything when I was inside. Cars, houses, apartments, bank accounts, everything. I heard she hanging with Javon now. Who? Some punk who fucking talked. Swears he wasn't involved in me going down, but I knew. I knew his ass was lying. Now motherfuckers fucking my girl? For real? Shit is fucked up, man. Sometimes I just wanna end this shit. Just bam. But I ain't there yet. Not quite. Schon fast suizidgefährdet, echt. Listen, why don't you go talk to her? Psst, ain't shit to say. Then I'll go speak to both of them. They'll ask for your money back, and if they don't agree, I'll make them. Where did they hang out? At some arcade in Chinatown. Look, man, don't bother. No, I'll bother. I'm getting paid. And besides, you remind me of me. Hm. Dafür, dass er im Knast war, ist er scheint er ganz ein ordentlicher Kerl zu sein. Wenn du mich so fragst, zum Ersteindruck. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient, dass die den so observieren, ist ja ein bisschen unfair, finde ich jetzt mal.
Na gut. Oh je. Ich wette, wenn ich jetzt gleich bei denen klingen werde, dann werden die wohl nichts rausrücken. Das schätze ich mal. Naja. Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht mehr so länger. Mein Gott, ich überziehe schon wieder. Oh, Taxi aus dem Weg, bitte. Wo wohnen die denn, bitte? Der hat jetzt eine total runtergekommene Wohnung. Und Playboy hat jetzt seine alte Wohnung. Was zum Teufel? Das ist mir ja ein Freund. Warum lasst der den nicht da wohnen? Autsch. Upsala. Egal, das Auto habe ich mir eh nur geliehen. Ach Gott, wo muss ich denn hin? Wie leitet der mich bitte schon? Quer durch die Stadt wieder hier. Echt mal. Sind wir mal bald da? Upsala. Sorry, hab ich mal wieder verbremst. Ja, ich kann mich echt nicht gewöhnen, dass der Nico jetzt im Smoking da rumläuft. Was Video? Hey, are you the two snakes who played Dwayne Forge when he was in the joint? He wants his money. What? Dwayne must have finished his bid. Shit. He gonna be mad angry. Me, I gonna bust ya. What the hell? Ich lasse ihn am Leben. Was soll's? Ich. Dwayne don't need to worry about having that girl's blood on his hands on top of everything else. Aber den soll ich verfolgen, okay. Sag mal aus hier. Möglicherweise. Zack! Da habe ich schon. Das war easy. Soll ich nochmal drüber fahren? Hä? Ich hab ihn doch auch schon ausgeschaltet. Ich hab den Train Scared. Ach Gott, jetzt muss ich absteigen dafür extra. So, hab ich. Oh. Upsala. Jetzt habe ich es weggedrückt. Oh, sorry, Leute. Da war ich zu voreilig. Na, Clucky Bell. Okay. Ah, da habe ich wieder was. Na, ah, es klappt halt nicht immer alles perfekt. Ich hoffe, ihr könnt mir nochmal verzeihen. Meine Ungeduld hat hier vielleicht mal aufsteigen wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das Gespräch gleich weggedrückt hier. Wusste ich nicht mehr. Sorry. Ein schickes Motorrad gefällt mir. Naja, mir gefällt alles, was grün ist. Naja, aber ansonsten ist es sein auch geil. Das ist doch gleich. Oh, sorry. War schief gegangen, was? Den mit dem Helm auf, hat dann den auf einmal her weggeschmissen. Da sitzt er wohl, aha. I collected on that debt for you. They paid up? Guess my name still means something out there. People are still scared of me. They are. I got rid of Javon for you, but I let your ex go. That fool Charisse, she just couldn't help herself. She always told me she'd burn me good. Guess I should have listened. Happy she ain't dead, though. She just an idiot. Peace, man. Ist mir nicht böse. Boom. Nee, er findet's sogar positiv. Okay. Ja, das reicht dann wieder für heute. Also, Ey, was kratzt denn der sich an den Eiern? Okay, Nico, juckt es, da musste ich mal duschen gehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Und dann, ja, werden wir mal gucken, wie der Scheiß weitergeht. Also, macht's gut und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.